Der schläft wieder. The stowaway surely didn't sleep well last night in the cargo hold. Although his cell is probably more comfortable than my cabin and more spacious. Zisch, ja, hat man es gerade gehört. Betrachtet das Meer. Nein, Nebendeck. Das Shuffleboard. Mhm. I wonder if this game is an advanced version of Bocce. Kann sein. Betrachten wir das Meer. Salty sea air in my old lungs, wind in my thinning hair. If I hadn't become a policeman, I could have been a sailor. Why not? Ich glaube fast, wir müssen einfach zu Le Grand zurück und ihm sagen, dass wir gerne ein Verhör durchführen würden. Und wenn wir dann runterkommen, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass der Araber nicht mehr da ist, oder? Ja, genau. Ich glaube, es gab keinen anderen Weg mehr, ne? Also hier rein. Habe ich eigentlich außer Papieren irgendwas noch? Moment. So, was ist das? Kann ich das angucken? These little sachets contain the evidence we've collected. At least the evidence that fits in little sachets. Okay, und das andere ist einfach nur unser Portemonnaie. Dann gehen wir nochmal runter. Seemann vielleicht, sicher aber kein Poet. Nein. Das ist wohl nicht so seins. Betritt die Kabine? Nein. Come in. Okay, ich habe neue Informationen. Ich habe mit allen Leuten geredet. Alle Leute, die irgendwie unten waren. About the tranquilizer. Who gave you the glass of champagne? It was Captain De Conti. You're sure? He doesn't deny it. But he also says that the glasses passed through many hands that night and that everyone had access to the champagne. So it could have been anyone. Maybe the yeah. question isn't who put the poison in the glass, but rather who it was they wanted to poison. Smart. And who were they trying to poison? Dr. Gebhardt? The captain got the glass from him. Hmm, an unconscious ship's doctor. That sounds like it would be more use to a murderer than a drugged constable. Oh. You think so? Did the murderer have reason to assume that his shot might not kill the victim immediately and that Dr. Gebhardt would be able to save her? You're right. Mm-hmm. That's improbable. My ego is just searching for reasons for them to want to kill her and not me. Good job, Zellner. I'll be in touch if I uncover more clues. Very well. Genau, sein Ego. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, warum sollte man den Zellner ausschalten? Und jetzt nicht die anderen Ermittler. Der ist auch ein relativ Unbekannter hier. Ich habe nichts. Kann ich nicht mal irgendwie versuchen, das aufzukriegen? Dr. Gebhardt locked the door. And until I have good reason, I won't wake him up. Something tells me that he wouldn't be amused. Ich komme aber auch nicht weiter hier rein. Mal gucken. Zu anderen Kabinen komme ich aber nicht, ne? Und wir konnten vor allen Dingen jetzt nicht mit ihm über ein Verhör sprechen. Naja, gut. Da wir... Ups, wo ist der Mauszeiger da? Hier nicht rauskommen. Gehen wir nochmal hier hin. Vielleicht treffen wir jetzt hier andere Leute. Na, die Conti ist immer noch da. Die alte Dame auch. Ah. Ich erwarte die ganze Zeit, irgendwelche Leute hier draußen noch zu sehen, aber
Pustekuchen. Und wie laufen wir jetzt hier die ganze Zeit im Kreis? Na, geh mal noch nicht weiter. I hope I don't find myself needing a life jacket. Mhm. Vielleicht noch mal irgendwas auf der Gangway angucken? The gangway is hard to miss. Why did the murderer drop the gun on the gangway? They must have noticed their mistake, even if their back was to the sea. So, why didn't they take the gun and throw it a few meters farther into the sea? Hmm. Keine Ahnung. Womit kann ich denn hier jetzt alles interagieren? Ach, die Wasserflasche haben wir noch. Constable Oliver brought something to drink. Mhm. You can tell it's not the first time he's had to guard something. Aha. The bottle should be full of water. Unless the good constable happens to have a secret alcohol problem. No way to verify that. I can't get the bottle without him noticing. Okay. Gucken wir doch mal, ob wir an der Bar vielleicht eine Alkoholflasche organisieren können. Oh, Wuschli, danke schön für deinen Host. Hm, dann also nochmal hier rein. Schneller kann er leider nicht gehen, er ist ja auch schon ein alter Mann. Ne? Das muss, ja, muss man mal dazu sagen. Ne? Aber das Spiel ist eigentlich so schön langsam und das ist eigentlich... Bestimmt total cool, damit einen Controller zu spielen, aber gab ja auch Probleme mit dem Controller. Ach, guck mal, ein Eiskübel. Jetzt kann ich mir nämlich hier wohl doch mehr Sachen angucken. The alcoholic drinks and everything that goes with them is top notch on this ship. Mhm. Sonst noch was? Öffne den Eiskübel. Fresh ice and tongs. Hm. They could be useful. Constable Zelna, what is the meaning of this? Are even the police light-fingered nowadays? Nein. I need this tool for a criminal investigation. Well then, why didn't you say so? But bring the tongs back when you're done. Otherwise, I'll have cold fingers all day. Ja, was für ein ausgelutschter Witz. Aha. Mist. Hier war noch was. Ich hab was gesehen. Ah, was war das? Rede mit Kapitän Di Conti. Nö. Gab's hier nicht gerade eine Hand? Nee. Ob denn die Zange schon reicht, um mir Lady Westmacott hinter Deck. Ob die schon reicht, um mir die Flasche von ihm ranzuziehen? Das versuche ich mal. Oder unten die Krankenstation zu öffnen. Aber versuchen wir es erstmal unten. Okay. Das mit der Flasche? The bottle should be full of water, unless the good constable happens to have a secret alcohol problem. No way to verify that. I can't get the bottle without him noticing. The bottle should be full of... No okay. Way... Hmm. I have to talk to the young fellow right away. Mm-hmm. If I want to get into the cargo hold, I'll have to get rid of the constable first. He won't let me talk to our young friend. Ja, das weiß ich ja schon. Und eine Anweisung, Entschuldigung. And what about the other gunshot?
Could the second missing bullet from the murder weapon be stuck down there in one of the wooden crates? Genau. Da hast du ja auch schon drüber nachgedacht. Nee. Okay. Dann versuche ich unsere Eiswürfelzange mal unten am Büro. Oh, ich merke gerade, dass ich heute sehr müde bin. Bin auch recht früh aufgestanden, wollte dann aufnehmen. Dann gab es ja erst die Probleme mit Siberia. Dann habe ich noch Minecraft und Sims aufgenommen. Und als ich dann Guild Wars aufnehmen wollte, da hat es mir den Tag verdorben. Ach, die Pflanze. A pitiful attempt to make the interior of the ship seem less dreary. A bit of paint on the walls would have helped more. Especially since a plant won't survive long without daylight. Mhm. There are little stones in the flower pot. Oh. Not only does the poor plant have to make do without sunlight, it doesn't have any soil either. Schmeiße die da wieder rein. Toll. Moment. Das geht nicht. Ich soll aber bestimmt wissen, wo es Steine gibt, oder? Einfach nur, damit ich dann für einen späteren Augenblick weiß, dass sie da sind. Ja, betritt die Krankenstation. Schön wär's. These little sachets contain the evidence we've collected. At least the evidence that fits in little sachets. Mhm. Ich glaube, Lestrange haben wir noch nichts zu sagen, ne? I better not bother him until I have. So, und was ist hiermit? Damit können wir auch nicht mehr interagieren. Okay. Wir können halt wieder raufgehen. Oh, wir können auch durch das Krankenfenster gucken. Durchs Krankenstationsfenster. Habe ich noch nicht Draganto, nein, leider nicht. We're lucky that the Lydia has a well-stocked medical center at its disposal. I suppose it was added during the war. A ship of this size wouldn't normally have a full medical center. Mhm. Kann ich nicht hier ein Steinchen nehmen? Nehmen einige Steinchen. Da wird wahrscheinlich really? Kein Diamant dabei sein. What am I supposed to do with stones? Ich nehme einfach welche. Although, sooner or later. Genau. Wir können damit vielleicht was überprüfen. Können wir das hier einschmeißen? Da rein? Da, da, da? Nein. Was Gemeines fällt mir ein. Wir könnten sie in den Eisbereiter packen. Das wäre natürlich gemein. Oder wir können sie benutzen, um sie auf die Gangway zu schmeißen und zu gucken, ja, was man so überprüfen könnte dann. Halt irgendwas draufschmeißen, um zu gucken, wie es klingt. Ah, es geht nicht. Ob ich mit denen vielleicht die Flasche umschmeiße, damit er sich eine neue Flasche holt? Vielleicht geht das? Grüß dich erstmal, Draganto. Hi. Stop, wir gucken mal. Mit den Steinen auf die Flasche. Scheiße, das geht auch nicht. Wo ist der blöde Arzt? Dr. Gebhardt, wo ist der? Mist. Hier aufs Nebendeck. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Die Tür. Kann ich da auch irgendwie durchgucken? Über Tür zum Frachtraum. Steine gegenschmeißen? Bräuchte ich hier für das Spielfeld? Nee, auch nicht. Ich habe schon gesagt, das ist irgendwie ein gemeiner Versuch, aber wir können natürlich mal Steine in den Eisbereiter tun. Naja.
had to make some music after a long day of study. Oh, okay. You had to make some music? What kind of music have you done? The kind of music that you produce on the toilet, Kamildung? Oh, ein Globus. An antique wooden globe. If Galileo hadn't asserted himself back then, this would be a flat disc now. Again? The globe nicely shows that 4/5 of the Earth's surface is covered by water. Looking out the window, I'd call that an understatement. Das haben wir im Zug gar nicht gemacht, ne? Dinge mehrfach angeklickt, so eine Kacke. Oh. Ich habe aber auch das Gefühl, wir können jetzt hier plötzlich mehr Dinge anklicken als vorher, ne? Ah, vor allen Dingen können wir nicht hinten raus. Das ist doof, 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 doof. Na gut, gehen wir mal hier rein. Grab the mandolin and play it along some Louis Dufuné soundtracks. Oh, lovely. I would like to hear that. Komm, gib mir etwas, was ich noch anfassen kann. Licht an, Licht aus. Fenster kann ich nicht gucken. Okay, gehen wir vielleicht nochmal hier hin? Oder geht das jetzt nicht mehr? Shit. No, es geht nicht. Ach, kombinieren kann man die Sachen nicht. Ah, ba, 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 ba. Ja, das Hinterdeck ist jetzt anscheinend meine einzige Option. Also, außer ich rede jetzt nochmal mit den beiden. Aber die Conti hatte ich doch gerade einen kleinen Dialog mit, ne? Music stream von Camilo. I'm sure Captain De Conti wouldn't mind a chat, but I don't think he can help me at the moment. Ah, okay. Gut, aber dann vielleicht Lady Westmacott. I shouldn't bother her until I have some news. Her mind is still razor sharp, and I'll need it to crack this case. I don't want to blunt it by using it too often. Oh. Aha, Kameldom, ja, es ist ja toll. Was haben wir da? Den Salon betreten. Ich druck mal einfach leer. Lege dich in die Sonne. Ah ja, why not? Huh. No, Jacob. Business before pleasure. Brother Jacob. Mhm. Nee, er heißt ja Jakob Sellner. Wie doof. Handtücher, Handtücher. Die gehen auch nicht mehr übrigens, die Handtücher. Ich habe gedacht, man könnte jetzt vielleicht noch die Steine in die Handtücher packen, um damit dann die Scheibe von der Krankenstation einzuschmeißen, ohne dass man sich schneidet. Ansonsten braucht man halt sowas hier, ne? So, sowas hier. Hier kommt gar nichts. Ich kann mit gar nichts hier interagieren. Doch, hier hinten gibt es irgendwie zwei Sachen, ne? Was ist das? Geh aufs Nebendeck. Geh aufs Nebendeck. Lol. USS Macron. That's an airship, okay. So, haben wir jetzt noch irgendwas? Ich kann aufs Hinterdeck gehen. Ich gehe runter halt. Ich habe keine Idee. Also müssen wir mit Legrand reden. Sonst konnten wir nämlich der Blume nichts machen, ne? Nee. Jetzt geht da nichts mehr. Betritt Dr. Gebhardt locked the door. And until I have good reason, I won't wake him up. Something tells me that he wouldn't be amused.
I better not bother him until I have something new to report. He seems too stressed to tolerate disturbances. Oh, shit! Wollen wir vielleicht mal Alarm... I better not bother him until I have some... Scheiße, ich dachte, das... Ah, betrachte den Flur! Oh! I'm not paying for this trip, and that's a fair price for my cabin. It's rather... plain, shall we say. But maybe we can find something in your cabin, huh? Geh in die eigene Kabine. No, I've slept enough. Die ist also genau gegenüber von Le Grand, ja? Was dagegen schmeißen? Nee. Oh, wir könnten natürlich noch den Bobby vom Yard bewerfen mit Steinen. Das habe ich nicht versucht. Ich habe nur versucht, was mit der... Doch, mit der Zange auch und der Flasche zu probieren und auch etwas mit den Steinen und der Flasche. Aber da recht, was? Zu langsam gegoogelt. Ich habe hier oben noch nicht geguckt. Bleibt ihr nur mal kurz hier? Oberdeck, gibt's... Stay. We were here yesterday when we heard the shot, and it was also here where Le Grand caught our stowaway. Okay, betrachte das Rettungsboot. A boat like this would also make a good hideout for a stowaway. Der Klassiker. The grate must be part of the ship's ventilation system. Nothing out of the ordinary. Why is there an axe hanging here? I suppose it's for chopping through ropes in the event that the lifeboats can't be lowered. Or they use it to enforce who's allowed on the boat and who's not. Ja, nee. Können wir auch nicht nehmen. Betrachtet die Tür. Geh hinunter. The ship's bridge. Two men. One of them navigating. I get the impression that the officers keep things running. It seems like the captain concentrates on the passengers and the bar. Und den Alkohol. Und um die Damen und Herren, die es da so gibt, geh hinunter. Betrachte die Tür. Untersuche die Ecke? There's dirt piled up in the corner. Down below, where the passengers are, the ship is pretty clean. But the crew doesn't seem to care as much up here. Aha. Können wir mal was hier reinschmeißen? Oder dagegen? Oder hierhin? Geht nicht. Das geht gar nicht. Oder was ist hiermit? Den Unrat aufsammeln vielleicht? Oder schmeißen wir da vielleicht noch die Steine dazu? Nee. Jetzt haben wir aber schon mal wenigstens irgendwas Neues entdeckt. Betrachte die Rohre. Ah. This isn't a panoramic deck for visitors. There are pipes, steel cables, chains up here. You can smell the smoke from the funnel. I have no idea how the ship works. And I really don't care, as long as it stays afloat. Kiste? Kiste? Rettungsring? Also ich kann mir das Rettungsboot wieder angucken. Vielleicht jetzt mal genauer. Were the tarpaulins arranged like that on purpose, so that no one could put them back in order once they get in? You can tell at a glance that everything is ship-shape with this boat. Aha. Ja, dann gehen wir halt runter. The X marks the spot. Ah.
Aha, okay. Steige die Treppe hinauf. Gehe aufs Vorderdeck. Na, dann gehen wir nochmal aufs Vorderdeck. Jetzt haben wir wenigstens nochmal einen anderen Ort gesehen. Ich quatsch ihn an. Na? He won't let me talk to our young friend. He respects Legrand far too much to disobey his orders. If I want to get into the cargo hold, I'll have to get rid of the... Ja, das weiß ich ja schon. Einfach mal so ein paar Sachen anklicken. Vielleicht geht er jetzt hoch. Nein. Was tut er? Okay. Die Stühle. Das hier. Ha. Ich leg die Steine jetzt mal hier drauf. Jetzt haben wir hier so Seile. Irgendwelche Spulen oder Rollen. Ich denke, ein Alarm müsste ihn doch aufwecken und auf jeden Fall wieder ins Schiff locken. Ha? Ansonsten haben wir hier jede Menge Schilder. Steht da was drauf? Nee. Und hier können wir nur wieder zurückgehen. Was haben wir denn hier so? Komm doch mal hier rüber, hm? Geh ins Schiff rein. Können wir nach oben gucken? Gehe aufs Hinterdeck, egal wo ich hinten draufklicke. Nein, ich wollte mir die Handtücher angucken. Zeitung. Schirm. Pflanze. Oh, er spiegelt sich sogar im Glas. Das ist ja cool. Oh, vielleicht gucken wir uns das mal an. Vielleicht geht das. Komm, nimm das mal ab hier. Knoten ab. Mit der Zange. Und dann jetzt tanzt er wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Bitte hör auf. Geh woanders hin. Oh, alles klar. Handtücher jetzt vielleicht? Da liegen auch Zeitungen. Zeitungen? Herrschaftszeiten. Den Salon will ich noch nicht betreten. Lautsprecher hatten wir eigentlich schon.